Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefanie Juchmes und ich werde Ihnen zeigen, was JSON ist und wie Sie es benutzen können, damit Sie und JSON beste Freunde werden. Zuerst einmal ein bisschen was zu mir. Mein Name ist Stefanie Juchmes und ich bin 29 Jahre alt, habe 2018 meinen Bachelor of Science an der Universität Bonn abgeschlossen und arbeite seit Januar 2019 bei Monkeybread Software als Junior Developerin. Seit Anfang des Jahres bin ich auch zertifizierte FileMaker-Entwicklerin. Das werden Sie heute sehen. Ich erkläre Ihnen zuerst, was JSON ist. Dann werden wir uns die FileMaker-Funktion in JSON einmal anschauen, wie Sie es dann in Ihrem beruflichen Alltag nutzen können. Da steht vor allen Dingen die API im Vordergrund. Ich erkläre Ihnen, was eine API ist und dann im Anschluss machen wir auch ein Beispiel einer Wetterstation mit Open Weather Map, in der Sie dann sehen, wie man so eine API nutzt. Und zum Schluss vergleichen wir dann noch JSON und XML und schauen uns da Gemeinsamkeiten und Unterschiede an. Aber was ist JSON eigentlich? JSON steht für JavaScript Object Notation und stammt ursprünglich aus der Webprogrammierung mit JavaScript. JSON ist ein Datenformat, das dem Austausch von Daten zwischen zwei Anwendungen dient. Die Daten können dabei sehr komplex sein. Es eignet sich vor allen Dingen für mehrdimensionale Arrays. In FileMaker können wir uns das Konzept von mehrdimensionalen Arrays vorstellen als Listen, die in Listen enthalten sind. Aber das sehen wir auch später nochmal. Was für uns jetzt vielleicht sehr kompliziert wird mit den Listen, das ist in JSON sehr schnell und einfach zu realisieren. So können wir große Datenmengen speichern und diese auch abfragen. Trotz der Komplexität bleiben Daten in JSON mit der richtigen Formatierung doch sehr übersichtlich und für den Menschen lesbar. Zudem ist das Datenformat sehr flexibel, sodass Daten hinzugefügt und gelöscht werden können, ohne dass Grundstrukturen im Wesentlichen verändert werden. Dann kommen wir zu der Frage, wie eigentlich ein JSON aufgebaut ist. Ein JSON-Text besteht aus Objekten und Arrays. Wie solche Objekte und Arrays aufgebaut sind, schauen wir uns jetzt gleich im Detail an. Aber wie sieht jetzt eigentlich das kleinste valide JSON aus? So, das ist ein leeres Objekt. Damit können wir natürlich noch nicht so viel anfangen, aber wir wollen das jetzt mit Leben füllen. Und dazu nutzen wir die Elemente. Wir sehen hier ein Beispiel eines Elements, das den Schlüssel Namen hat und den Wert Juchmes. Ein Element besteht immer aus einem Schlüssel und einem Wert, der zugeordnet wird. Und Schlüssel und Wert werden voneinander mit einem Doppelpunkt getrennt. Der Schlüssel steht immer in Anführungszeichen und der Wert kann verschiedene Typen haben. Das hier ist jetzt ein String, also eine Zeichenkette. Die müssen wir in Anführungszeichen setzen. Ja, fällt Ihnen denn vielleicht ein? Stoppen Sie ruhig mal das Video, welche Typen es denn noch geben könnte. Schauen wir doch mal an, ob Sie alle gefunden haben. Da haben wir einmal den String, also die Zeichenkette, die wir eben schon kennengelernt haben. Das sind Wörter, die hintereinander gereiht sind, also Text. Dann haben wir Zahlen. Da brauchen wir keine Anführungszeichen. Da können wir die Zahl einfach dahinter schreiben. Das wäre jetzt zum Beispiel einmal das Alter von jemandem. Dann haben wir noch Wahrheitswerte. Mit True und False geben wir die an. Und da haben wir auch keine Anführungszeichen. Das ist wichtig, sonst würde das als String gelesen und nicht als wahr und falsch. Und da würden wir jetzt zum Beispiel angeben, ob wir ein Haustier besitzen oder nicht. Und in meinem Fall, ich besitze kein Haustier. Deswegen false. Dann haben wir Nullwerte und zwar ist damit weder die Zahl gemeint 0 noch das Wort 0, sondern wir haben hier einfach, wir können das als eine Art Platzhalter verstehen.
dass da einfach kein Wert eingetragen wird als Pendant zum Schlüssel, sondern wir setzen einen Nullwert hin als Platzhalter, wir lassen den Wert also auch nicht leer, sondern da steht halt 0 drin. Dann kann ein Wert auch ein Objekt sein, denn wir können, wie gesagt, das Ganze verschachteln, in verschiedene Ebenen unterteilen. Und wir haben hier jetzt als Beispiel den Schlüssel Person und da haben wir dann das Element drin von einer Person, die hat dann wieder Name, Alter und so weiter. Und so können wir das Ganze in Ebenen strukturieren. Dann kann das Ganze auch ein Array beinhalten. Wir können uns das dann als eine Art Liste vorstellen. Und hier haben wir Hund, Katze, Maus aufgelistet. Und die stehen in dem Schlüssel Hobbys drin. Jetzt macht es natürlich Sinn, dass wir nicht nur ein Element in einem Objekt haben können, sondern dass wir mehrere Elemente in einem Objekt unterbringen können. Und wenn wir mehrere Objekte unterbringen wollen, dann hängen wir die aneinander und trennen die einzelnen Elemente mit Komma. Das sehen Sie auch hier. Name Jochmes, Komma, Vorname Stefanie. Die Arrays haben wir immer mal wieder kurz angesprochen, aber das möchten wir jetzt etwas näher betrachten. Bei den Arrays handelt es sich grob gesagt um eine Auflistung von Dingen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Person, da möchte ich die Hobbys angeben. Und das kann ich in ein Array schreiben. Die einzelnen Einträge werden dann mit einem Komma getrennt und die Liste wird von eckigen Klammern umschlossen. Bei Arrays können wir sogar verschiedene Typen in die Liste packen. Ich kann also Strings und Zahlen in demselben Array angeben. Auch kann ein Array JSON-Objekte beinhalten oder halt ein Array selbst. Da wären wir dann bei den mehrdimensionalen Arrays. Hier sehen wir jetzt einmal das Array Hobbys, das wir hinzugefügt haben. Und hier steht jetzt in dem Array Programmieren, Lesen und Fotografieren. Und bei Arrays müssen wir uns merken, wenn wir die ansprechen, dann beginnt die Indexierung, also das Zählen beginnt immer bei 0. Programmieren wäre also der erste Eintrag im Array, hätte aber den Index 0. Lesen wäre der zweite Eintrag im Array, hätte den Index 1. Und fotografieren wäre der dritte Eintrag im Array, hätte aber den Index 2. Wir haben eben gesagt, wir können auch ein weiteres Objekt als Wert übergeben. Stellen wir uns jetzt mal vor, ich hätte einen Hund und ich möchte zu diesem Hund mehr Informationen angeben, wie den Namen, das Alter und ob er Leckerlis mag. Wie könnte sowas aussehen? Wie würden wir jetzt noch ein Objekt hier rein unterbringen? Stoppen Sie das Video gerne. Und hier kommt jetzt die Lösung. So würde unser Objekt aussehen. Wir haben also hier den Schlüssel Hund und da wird dann das Objekt als Wert eingetragen. Da haben wir jetzt den Namen vom Hund, Bello, das Alter und ob er Leckerlis mag. Hier sehen wir jetzt auch mal verschiedene Wertetypen, wie die angewendet werden. Und bei mag Leckerlis haben wir halt einen Wahrheitswert. So, jetzt bin ich aber nicht die einzige Person auf dieser schönen Welt, sondern es gibt noch andere Menschen. Zum Beispiel den Tim Mustermann. Der Tim Mustermann, der kocht gerne, schreibt gerne Bücher und sieht gerne Fernsehen. Er hat einen Hund namens Lina, der ist 2 Jahre alt und mag auch Leckerlis. Wie könnte es anders sein? Wie bekommen wir aber jetzt diese Information zusammen in ein JSON? Hier kommt die Lösung. Wir packen die beiden Personen in ein Array, haben jetzt dann die Objekte als Einträge im Array. Wir sehen hier auch das Komma zwischen den Einträgen und wir sehen hier auch schon ganz gut die einzelnen Ebenen. Das Array bekommt dann den Schlüssel Personen und dabei können wir es jetzt auch gleich ansprechen, weil jetzt geht es darum, wie lesen wir eigentlich einzelne Informationen aus. Und zum Auslesen von Werten, da haben wir die Punktnotation. Wir gehen also durch die einzelnen Ebenen durch und trennen die einzelnen Ebenen
jeweils mit einem Punkt, sodass sich ein Pfad ergibt, dem wir folgen müssen, um zu unserer Antwort zu kommen. Das üben wir jetzt gleich auch nochmal, also keine Angst, wenn das momentan alles noch zu theoretisch ist. Bei einem Array sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn bei einem Array müssen wir den Index praktisch angeben. Wie eben schon erwähnt, beginnt der Index bei 0 und den Index geben wir im Pfad in den eckigen Klammern an. Bleibt die Klammer leer, dann haben wir automatisch den letzten Index und schauen uns das mal hier an. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Hobbys eingehen würden und würden dann gerne Programmieren haben, dann würden wir hier angeben Hobbys, dann kommt der Punkt und wir wollen jetzt lesen und dafür tragen wir dann die 1 in die eckigen Klammern ein, weil wir zählen ja Programmieren als 0, Lesen 1, Fotografieren 2. Also wenn wir jetzt Programmieren angeben wollten, würde in den Klammern jetzt eine 0 stehen. Und wenn wir Fotografieren angeben wollen würden, würden wir entweder die Klammer leer lassen, weil dann würde automatisch der letzte Index genommen, also der höchste Index, oder wir könnten eine 2 eintragen. Dann haben wir hier mal das größere Beispiel. Wir möchten gerne den Namen von Klaus Müllers Hund erfahren. Und das ist die Lina, den Wert sehen wir hier. Und jetzt müssen wir uns den überlegen, wie der Pfad ist bis zu dem Hund. Und da fangen wir mit Personen an. Klaus Müller ist der zweite Eintrag, deswegen die 1. Dann kommt der Hund. Und dann der Name. Und der Name vom Hund ist ja Lina, wie wir eben gesehen haben. Bei größeren JSON-Texten kann das allerdings etwas kompliziert werden, immer den Pfad zu finden. Da ist ein Tipp von mir, bauen Sie sich den Pfad ruhig von hinten auf. Also Sie schauen zuerst, wo steht denn jetzt eigentlich mein Wert und den ich haben möchte. Und dann gehen Sie rückwärts über den Jetzt rückwärts wäre, wir schauen uns den Namen an, sehen dann, okay, der Name ist in dem Objekt Hund. Hund ist in einem Objekt, was in einem Array drin ist. Das bedeutet, wir müssen davor eckige Klammern setzen. Dann überlegen wir uns, das ist das zweite Element, also tragen wir die 1 ein und das Array steht in dem Element Personen. Und so würden wir praktisch den Pfad einmal rückwärts laufen. Wir haben verschiedene JSON-Funktionen in FileMaker, mit denen Sie dann mit JSON arbeiten können. Da haben wir einmal JSON Format Elements, JSON List Keys, JSON List Values, JSON Get Element, JSON Set Element und JSON Delete Element. Und neu seit 19.5 haben wir auch noch JSON Get Element Type. Ja. Wie das genau funktioniert, probieren geht über Studieren, schauen wir uns jetzt einmal in der Live-Vorführung an. Also wir haben hier unser bereits bekanntes JSON drin stehen und hier unten haben wir die einzelnen FileMaker-JSON-Funktionen mal eingebaut, die hier jetzt gleich den Feldwert setzen. Und die bekommen immer hier das Übergeben. So, jetzt haben wir hier Formatieren. So sieht das Ganze aus. Also bei JSON Format Elements übergeben wir das JSON. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, hier oben war das nicht so schön formatiert. Und hier sehen wir jetzt wirklich die einzelnen Ebenen und können da uns jetzt gut durchhangeln. Dann haben wir Schlüsselauflisten, also JSON List Keys. Da übergeben wir das JSON und den Pfad von den Schlüsseln, die wir gerne auflisten möchten. Und da haben wir hier das Feld zu.
Da tragen wir einfach mal Personen ein und bekommen dann 0 und 1 in der Ebene geliefert. Das sind jetzt die Indizes aus dem Array. Wenn wir jetzt tiefer gehen, indem dass wir eckige Klammer 1 schreiben, dann landen wir hier beim Klaus Müller. Dann haben wir Hobbys, Hund, Name und Vorname. Und können dann auch, wenn wir wollen, gerne noch eine Etage tiefer zum Hund gehen. Und da haben wir dann Alter, mag Leckerlis und Name. Ja, dann machen wir das jetzt doch mal mit den Werten. Genauso. Fangen wir mit Personen an, listen die Werte auf und wir sehen, wir bekommen hier praktisch die alles, was hinter Personen steht. Die Array-Klammern werden hier rausgenommen, weil wir hier, wie gesagt, in der Ebene Personen sind und das wird dann auch angezeigt. Jetzt können wir zum Klaus Müller gehen. Und sehen die einzelnen Informationen, die wir zu Klaus Müller haben. Und können das Ganze dann jetzt weiter verzweigen. Nämlich möchten wir gerne hier mal den Namen ausgeben bekommen. Was denken Sie, was wir bekommen, wenn wir jetzt hier hinter Name eingehen? Mal gucken. Leer. Und zwar liegt das daran, dass hier wirklich nur die Werte der Ebene aufgelistet werden und wir damit keine einzelnen Werte uns rausholen können. Dafür haben wir nämlich eine andere Funktion und das ist die JSON-Get-Element-Funktion. Da geben wir auch wieder das JSON an und den Pfad und der bleibt ja jetzt erstmal gleich. Den können wir abfragen und sehen dann hier, mit der Funktion bekommen wir auch Müller ausgegeben. So, jetzt wollen wir aber nicht nur Werte abfragen, sondern wir wollen sie vielleicht auch setzen. Und dafür haben wir die JSON-Set-Element-Funktion. Der übergeben wir zum einen, wie immer, unser JSON und unseren Pfad. Hier kommen jetzt aber auch noch neue Sachen dazu, denn wir übergeben auch den Wert und den Typ von dem Wert. Die Typen von dem Wert sind diese hier. So. Und jetzt wollen wir einfach mal den Namen von dem Hund von Klaus Müller setzen. Und hier haben wir Nala stehen und hier geben wir als Typ JSON String an. So, jetzt haben wir das hier gesetzt und oh, wir haben hier auf einmal Name zweimal stehen. Woran liegt's? An der großen Kleinschreibung, denn JSON ist case-sensitive. Also JSON achtet genau auf die großen Kleinschreibung, aber jetzt sehen wir auch, dass wir mit der Funktion nicht nur Werte ändern können, sondern wir können auch neu hinzufügen. Ja, dann fügen wir doch einfach mal eine neue Person hinzu. Da holen wir uns hier das Objekt von Klaus Müller raus. Hier ändern wir was und er hat eine
Schwester und die heißt Claudia. Dann geben wir hier Object an. Und hier anstatt Person Hund geben wir hier Person 2 ein, weil die haben wir ja noch nicht. Und dann klicken wir auf Wert setzen. Und wir sehen, wir bekommen die Claudia Müller und haben so eine Person hinzugefügt. Sie können natürlich diese Funktion auch mehrmals hintereinander aufrufen. Jeweils wieder das JSON dann zurückschreiben und geben dann hier einzeln die Hobbys an, den Hund an, etc. Also das können Sie, wie gesagt, einmal als ganzes Objekt machen oder jeweils die einzelnen Elemente. So. Jetzt haben wir hier noch das Löschen. Das ist JSON Delete Element. Und auch hier wird das JSON übergeben und der Pfad. Ja, dann löschen wir doch mal meinen Hund, weil der existiert ja nicht. Name, Punkt. Person, Punkt. Mist, so. 0 und dann löschen wir den Hund. Und wir sehen, der Hund ist jetzt draußen. Dann haben wir noch die neue Funktion Typ. Da übergeben wir das JSON und den Pfad zu dem Punkt, wo wir gerne den Typen von haben wollen. Und jetzt gucken wir uns mal an. Der Hund ist ja ein Objekt, welche Nummer wir da zurückbekommen. Und das ist die 3. Also Objekte sind 3. Jetzt probieren wir es mal mit Name. Da müsste ja was anderes rauskommen. Und da bekommen wir die 1. Jetzt können wir noch bei den Hobbys, haben wir noch ein Array. Das ist dann die 4. Und dementsprechend gibt es für jeden Typen, gibt's da die eigene Zuordnungszahl. Und die Liste finden Sie dann auf der, in der Hilfe von Claris. Dann haben wir unsere kompletten Personen einmal gelöscht. Weil wir überschreiben praktisch unsere, wir überschreiben ja in der Ebene. Ja, machen wir einen neuen, sonst haben wir jetzt gleich hier. Genau, da haben wir jeweils dann Null. Also so, Punkt Name. Hat jemand eine Idee, was passieren könnte? So, Moment. Dann haben wir hier die Claudia Müller reingepackt, mittendrin. Und zwar sehr, sehr
strukturiert. Also, wie gesagt, immer den Index da angeben. Wenn Ihnen das jetzt nicht genug Funktionen sind, die Sie gesehen haben, oder wenn Sie was Spezielles brauchen, können Sie auch gerne mal beim MBS FileMaker Plugin vorbeischauen. Da haben wir dann neben den 6000 anderen Funktionen auch über 70 JSON-Funktionen, mit denen Sie arbeiten können. So können Sie Ihr JSON einfach zusammenbauen, eine strukturelle Analyse durchführen, konvertieren von JSON in HTML oder in XML. Sie können Informationen direkt importieren, so dass Sie dann eine Tabelle aufbauen können aus einem JSON und da gar nicht mehr viel schreiben müssen an Skript und natürlich sonst auch noch sehr viele weitere Dinge. Jetzt kommen wir einmal dazu, wo können wir eigentlich JSON im Alltag einsetzen, und da haben wir die Möglichkeit, es in den Parametern einzusetzen, denn wir können in FileMaker ja nur einen Textparameter übergeben, oft reicht das aber nicht und man probiert es dann oft mit einer Liste zu lösen, indem dass man die ganzen Parameter aneinander hängt und dann Zeilenumbrüche dazwischen setzt. Dabei kann es natürlich oft zu Verwechslungen kommen. Man lässt zum Beispiel einen Parameter weg, so verschiebt sich das Ganze dann. Und das kann halt zu großen Fehlern führen. Deswegen macht es sich eigentlich ganz gut, dass man dafür auch JSON benutzen kann, da wir hier einfach die Schlüssel abfragen können, dass wir dann über Pfade zum richtigen Wert kommen. Das möchte ich Ihnen einmal kurz zeigen. Da haben wir hier das Hauptskript. Wir rufen hier Skript ausführen auf. Wir rufen da jetzt das Skript Addition auf und dem müssen wir dann die Werte übergeben, die addiert werden sollen, nämlich a gleich 3 und b gleich 4. Schauen wir uns das JSON hier einmal an. Hier haben wir den Schlüssel a und wir merken schon, das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, weil wir hier die Anführungszeichen escapen müssen. Nämlich sonst würde der String hier einfach wieder beendet nach der geschweiften Klammer. Das A würde außerhalb des Strings stehen und dann käme wieder der neue String. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Da würde auch jetzt der Berechnungsdialog meckern. Wir müssen also immer, wenn wir hier ein Anführungszeichen eingeben, müssen wir vorher ein Backslash setzen, damit wir angeben, dass hier nicht der String beendet wird, sondern dass wir hier einfach nur im Text das ausgeben möchten. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Werte jeweils zu den Schlüsseln und das übergeben wir jetzt. Jetzt gehen wir in die Addition selber rein und sehen uns jetzt mal an, wie wir das Ganze uns rüberholen. Da haben wir hole Skriptparameter. Damit holen wir das Ganze in die Variable JSON rein. Da steht jetzt das JSON drin und mit JSON getElement fragen wir jetzt einmal ab, nämlich einmal hier den Schlüssel A und einmal den Schlüssel B aus dem JSON und die speichern wir dann in A und B und können dann, wie wir das gewohnt sind, damit auch rechnen. Es kann natürlich auch mal sein, dass wir mehr wie einen Wert zurückgeben möchten aus einer Funktion, wenn wir zum Beispiel komplizierte Berechnungen haben, wo wir auch die Zwischenergebnisse mit übergeben wollen. Da können wir das natürlich jetzt genauso machen. Hier übergeben wir jetzt nur das Ergebnis C. Wir könnten jetzt aber auch, wie wir das eben gesehen haben bei dem JSON, hier noch weiter anhängen. Hier ist natürlich dann wichtig, wir müssen hier auch wieder die Unzeichen setzen, damit wir das Ganze dann in das JSON richtig einbinden. Hier wird das Ergebnis wieder entgegengenommen mit hole Skriptergebnis und mit JSON getElement wird dann über den Schlüsselnamen das Ergebnis wieder ausgelesen.
Aber eine weitaus noch wohl häufigere Anwendung mit JSON ist die Kommunikation mit einer API. API bedeutet Application Programming Interface und da sehen wir dann auch direkt schon an dem Wort Interface, dass wir hier es mit Schnittstellen zu tun haben und wir haben hier eine Schnittstelle zwischen zwei Anwendungen. Es werden also Daten entweder zu der Anwendung oder von der Anwendung oder beides hin und her geschickt und der Datenaustausch findet dadurch statt. Und bei JSON haben wir halt den Vorteil, das können rechtlich große Datenmengen sein und auch sehr komplexe Datenmengen. JSON ist mit einer der häufigsten Datenstrukturen, die für den Austausch genutzt werden. Eine andere ist natürlich noch XML. Wir schauen uns gleich mal den Unterschied zwischen XML und JSON an. Es kommt aber auch immer darauf an, welche Möglichkeit bietet uns eigentlich jede API. Und jede API ist anders. Dementsprechend, wenn wir eine API kennen, kennen wir nicht alle APIs. Dementsprechend müssen wir uns dann das Ganze anschauen. Bei größeren APIs gibt es aber meistens auch dann noch eine Dokumentation, wo wir uns dann anschauen, wie diese API eigentlich angesprochen werden kann. Und ich habe jetzt als Beispiel die Open Weather Map API gewählt. Da haben wir zwei Vorteile. Einmal gibt es eine Dokumentation, die ziemlich gut ist und die uns das Ganze, die Abfrage dann einfacher macht. Und die Daten für die aktuelle Wettervorhersage und die Vorschau für die nächsten 5 Tage im 3-Stunden-Rhythmus, die ist kostenlos. Dafür können wir ein kostenloses API-Key beantragen, um das Ganze zu testen. Schauen wir uns zuerst mal die API auf der Webseite an. Hier haben wir die Open Weather Map. Da klicken wir jetzt mal auf Pricing, um direkt dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Wenn wir runterscrollen, sehen wir hier Free. Wir möchten jetzt gleich die Vorschau vom Wetter abfragen für die nächsten 5 Tage. Dann klicken wir hier drauf. Und hier sehen wir schon, hier fängt die Dokumentation an. Hier sehen wir, wie eigentlich so ein API-Call aufgebaut ist, denn wir fragen über eine URL ab. Hier können wir zusätzliche Informationen an die eigentliche URL anhängen. Wir haben hier Breiten- und Längengrad und zusätzlich unseren API-Key. So, mit Breiten- und Längengrad, das Ganze ist ein bisschen schwierig, denn wir wollen ja über Ortsnamen suchen. Und da müssten wir jetzt erstmal Längen- und Breitengrad umwandeln. Wenn wir jetzt aber mal genauer schauen und runterscrollen, da fällt uns auf, wir können auch das Ganze mit der Stadt abfragen, mit dem Städtenamen. Bevor wir jetzt allerdings die erste Anfrage auf die API machen, schauen wir uns doch mal so ein JSON an, was dabei rauskommt, denn das haben wir hier auch als Beispiel. Haben wir das als XML, das wollen wir aber nicht. Hier haben wir es als JSON. Und hier haben wir viele verschiedene Informationen. Wenn wir jetzt mal so durchgucken, wenn wir von den Schlüsseln ausgehen, da haben wir einmal hier die Temperatur und die gefühlte Temperatur, die Minimaltemperatur, Maximaltemperatur, den Luftdruck und so weiter und so weiter. Hier haben wir noch die Beschreibung. Die ist jetzt hier auf Englisch. Und ja, wir haben eben gerade schon gesehen, wir haben hier eine Temperatur von 286. Das müsste Fahrenheit sein, sonst wäre es an dem Ort sehr, sehr warm. Und ja, wir möchten es aber jetzt eigentlich in Celsius haben. Müssen wir das jetzt umrechnen? Bei dieser API jetzt nicht. Denn wir können, hier haben wir noch ein paar Parameter, die wir angeben können in der URL. Wir haben eben schon gesehen, wir können hier Städtenamen oder die Koordinaten angeben, den API-Key. Aber wir haben hier jetzt noch weitere. Wir haben Units und die sind für die Maßeinheiten zuständig. Denn wir können hier jetzt
auch eintragen, dass wir Grad Celsius haben möchten. Da müssen wir dann mit einem Unzeichen das Wort Units dranhängen, gleich. Und wir sehen hier, wir haben verschiedene Werte. Standard ist das, was wir jetzt haben mit den Fahrenheit. Wir möchten aber gerne Metrik haben. Und wir geben dann gleich Metrik an. Dann haben wir noch den Modus, ob wir JSON oder XML haben möchten. Wir möchten jetzt JSON. Und wir können angeben, wie jetzt hier eigentlich der Zeitstempel aussehen soll. Aber das lassen wir jetzt einfach so. Was uns aber noch wichtig ist, ist die Sprache, denn wir möchten unsere Beschreibung gerne in Deutsch haben und dann können wir hier nachher an die URL ein langhängen, gleich.de, da geben wir dann den Ländercode mit an. Ich habe das Ganze jetzt schon mal in FileMaker vorbereitet. Wir haben ein globales Feld, wo wir den Städtenamen angeben, nachdem, wo wir das Wetter zu erhalten möchten. Dann möchten wir, dass hier die Beschreibung angegeben wird vom aktuellen Wetter. Hier die aktuelle Temperatur, die Maximaltemperatur, die Minimaltemperatur und noch unser Icon, was dann anzeigt, wie das Wetter ist. Und die Information zu den Icons finden wir hier. Wir haben hier 04D stehen. Es gibt im Internet Listen dazu, welche Codes den jeweiligen Icons entsprechen. Und wir möchten diese Icons jetzt einmal beim aktuellen Wetter einsetzen und natürlich auch in der Vorschau. In der Vorschau haben wir ein Portal, wo dann die einzelnen Einträge eingetragen werden. Wir haben also zusätzlich noch eine Tabelle wettertäglich, wo die einzelnen Einträge im Zusammenhang mit dem Primärschlüssel eingetragen werden. Dann sehen wir hier die Uhrzeit hier vorne, also zu welcher Uhrzeit, wie das Wetter sein soll, die Beschreibung, das Icon und die Temperatur, die für die Uhrzeit vermutet wird. So, und dann lassen Sie uns mit dem Skript doch einfach mal loslegen. Wettersuche. Zuerst müssen wir einmal zu dem Ort ja jetzt das JSON abfragen und dafür haben wir den Skriptschritt aus URL einfügen und schauen uns das hier mal an. Den Dialog machen wir aus, denn wir brauchen keinen Dialog. Wir können hier das Ziel angeben, wo das Ergebnis hingespeichert werden soll. Und das ist jetzt eine Variable, die nennen wir JSON. Dann haben wir die URL, die möchten wir angeben. Da gehen wir jetzt einmal in unsere Dokumentation zurück, denn da stand die URL eben. Da kopieren wir das. Und was jetzt ganz wichtig ist, hier vorne, hier fehlt was. Das wurde in der Dokumentation nicht angegeben, denn normalerweise haben wir hier vorne ja noch ein HTTPS davor. Und das müssen wir auf jeden Fall, sonst erkennt FileMaker das nicht als gültige Adresse, davor setzen. So. Jetzt fehlt uns natürlich hier noch der City Name, den müssen wir einsetzen, und der API Key. Den API Key habe ich hier in einem Skript, das lassen wir vorher gleich laufen, da setzt sich der API-Key in eine globale Variable und diese globale Variable heißt API-Key. Wir müssen aber zunächst das Ganze jetzt mal als String machen, dann fügen wir hier ein Und ein und API-Key. Dann fehlt uns hier der City Name, den ersetzen wir natürlich auch gegen den Feldnamen.
und Ort. Und wir haben eben noch gesagt, da fehlen noch Informationen, denn wir wollen noch und lang anhängen. Das soll DE sein. Und wir hängen dann auch noch Units an. Die sollen Metrik sein. So, schauen wir doch mal gleich, ob das funktioniert. Wir müssen jetzt gerade noch den API-Key eintragen, also führen wir hier das Skript passend dazu aus, dass der auch gesetzt wird. Dann haben wir das jetzt in der Variable stehen, das JSON. Lassen wir es uns doch einfach mal ausgeben, hier in dem Feld, das auch JSON heißt. Da geben wir dann ein Feldwert setzen. Unser Zielfeld ist das JSON und unser berechnetes Ergebnis ist JSON. Ist JSON. Format Elements. So, und wir müssen hier natürlich zwei Dollarzeichen setzen. Und jetzt, wenn wir hier in das JSON schauen, wir bekommen ein JSON ausgeliefert für die Stadt Bonn. Und jetzt können wir die Daten abfragen. Schauen wir uns mal an, wie die einzelnen Pfade sind. Hier haben wir die Temperatur, die wollen wir als erstes eintragen. Da haben wir 27,75 Grad. Gehen wir mal hier zurück, das ist Temp. Dann landen wir in Main. Und wenn wir jetzt noch eine Ebene hochgehen, dann merken wir, hier ist ein Array und wir sind das erste Element von diesem Array, also 0. Und das ist, das Array hat den Schlüssel Liste. Und wenn wir jetzt noch weiter hochgehen, merken wir, wir sind auch am Ende angekommen, also ist unser Pfad, den wir jetzt gleich angeben. Also erstmal müssen wir Feldwert setzen überhaupt angeben. Wir wollen das Feld hier direkt setzen, Temperatur. Und dann JSON get element. Wir geben unser JSON an. Und hier kommt jetzt unser Pfad hin. Wir haben jetzt eben gesagt List. Rücken wir das Ganze mal ein bisschen rüber, damit wir auch was sehen. Da haben wir erstmal List, dann kommt unser Array. Das war das erste Element. Und dann gehen wir in Main. Und dann kommen wir zum Schlüssel Temp. Und ja, das stört jetzt hier gerade, dass wir das Ganze hier in Rot haben. Deswegen, bevor wir das JSON setzen, machen wir jetzt einfach mal initialisieren das als leere Variable. Dann haben wir jetzt gleich das Rot weg. So sehen wir dann gleich auch besser unser Fehler. Jetzt gucken wir mal, ob denn was ausgetauscht wird. Machen das Feld hier einmal leer. Und wir sehen 28,31. Funktioniert also.
Wir haben jetzt eben gesehen, die sind ja sehr nah aneinander mit Tempmin und Tempmax. Dann haben wir hier noch die Beschreibung. Die suchen wir dann hier auch mal gerade raus. Die Beschreibung finden wir hier, klarer Himmel. Und hier gehen wir auch wieder rückwärts. Description. Die ist hier in einem Array, auch im ersten Element. Und dann haben wir hier Weather. Und das Ganze steckt auch wieder hier in der Liste drin. Das Stück Fahrt kennen wir ja schon, dementsprechend Wetterbeschreibung. Da hatten wir dann eben Weather, das erste Element. Und dann Description. Machen wir jetzt hier das Feld auch mal leer. Machen wir hier das noch leer, weil das hatten wir uns auch noch nicht angeschaut. So. Lassen das einmal durchlaufen und sehen, die Felder werden gefüllt. Mit dem Logo ist das auch ganz einfach. Wir haben, da springen wir jetzt gerade einmal in Wetter rein. Damit wir uns den Pfad jetzt nicht mehr raussuchen. Ich denke, Sie haben verstanden, wie man den Pfad sucht. Wir haben nämlich ein Skript geschrieben, das außerhalb liegt. Und das ist Logo. Dem übergeben wir dann hier mit JSON-GetElement den Logo-Code, und haben dann hier verschiedene Sonst-Wenn-Anweisungen, die angeben, wenn der Code so ist oder der Code, also wenn der Code 02D oder 02N ist, also einmal für Tag, einmal für Nacht, dann wird passend das Emoji als Text übergeben und wir geben das Logo dann als Ergebnis zurück. Wir holen uns das dann wieder über Holoskript-Ergebnis und haben das dann in das Feld selber gesetzt. Damit ist unser aktuelles Wetter fertig. Jetzt können wir uns überlegen, wie wir das mit den anderen Daten machen. Hier werden ja mehrmals abgefragt, das bedeutet, wir machen eine Schleife und wir haben eine Laufvariable, die nennen wir i, die fängt bei 1 an, warum wir gleich bei 1 anfangen, erfahren Sie gleich. Und die soll dann 8 mal insgesamt durchlaufen, denn 18, 21, wenn wir 24 Stunden haben wollen, wir haben die in 3er Schritten, dann haben wir das Ganze nachher 8 mal, also wir haben hier 8 Einträge, die angezeigt werden können. Also Schleife verlassen,
verlasse Schleife wenn und da tragen wir ein i gleich 8. Sonst würden wir jetzt nochmal durch die Schleife laufen, dann müssen wir i erhöhen. Und damit haben wir schon mal die Grundstruktur der Schleife. Und jetzt, was passiert hier eigentlich in der Schleife? Wir müssen zunächst zu unserem aktuellen Wettereintrag müssen wir den Primary Key speichern. Variable setzen, nennen wir das Ganze mal ID. Das ist der Primary Key, Primärschlüssel auch genannt. Den speichern wir vorher, weil wir wollen jetzt ein neues Fenster aufmachen. Und dieses Fenster, ist jetzt mal egal, welche Art von Fenster es ist, Dokument bietet sich da ganz gut an. Wir wollen da in das andere Layout, nämlich in das Wetter täglich Layout. Und das nennen wir mal jetzt Wetter. Weil wir möchten dieses Fenster nachher auch wieder schließen automatisch, wenn die Schleife durchgelaufen ist. Also Fenster schließen. Und nicht das aktuelle Fenster, könnten wir zwar auch, aber wir möchten da jetzt kein Risiko eingehen, dass wir das falsche Fenster schließen. Deswegen geben wir hier den Fensternamen ein. Und mit jedem Schleifendurchlauf soll ein neuer Datensatz angelegt werden. Dieser neue Datensatz bekommt natürlich erstmal unsere ID zugewiesen. Und dann können wir ihn weiter mit Leben füllen, indem dass wir praktisch wieder dieselben Einträge, die wir hier hatten, nämlich mit MainTemp, die Pfade sind sehr ähnlich jetzt gleich, die Wetterbeschreibung brauchen wir und das Logo brauchen wir auch. Das hier einfügen und erstmal ändern wir hier schon mal das Feld, Temperatur. Und jetzt schauen wir uns an, wo finden wir eigentlich die Temperatur. Wie ist das Ganze jetzt aufgebaut? Wir sehen, hier ist das Datum und ich nehme am 15.06.22 auf und das um kurz vor 15 Uhr. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal runter und suchen jetzt hier die 18 Uhr, die wir brauchen. Und hier haben wir die 18 Uhr und wir sehen jetzt, das ist praktisch der nächste Eintrag in List. Hier kommt dann der nächste Eintrag und da finden wir auch schon direkt unser Datum. Also müssen wir hier müssen wir jetzt gleich also das i einsetzen. Das nullte Element haben wir jetzt praktisch einmal fürs aktuelle Wetter benutzt. Also müssen wir jetzt deswegen auch i bei 1, müssen wir hier das i einsetzen. Und dafür binden wir das hier in den Text ein. Und das ändern wir jetzt hier bei allen. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist die Uhrzeit. Wir schauen uns hier jetzt mal den Zeitstempel an. Der sieht immer gleich aus. Wir haben hier vorne ein vierstelliges Jahr, dann kommt ein Querstrich, ein zweistelliger Monat, dann kommt noch ein Querstrich, dann kommt der Tag, dann kommt ein Leerzeichen
Und dann kommen eigentlich die fünf Zeichen, die wir brauchen, nämlich die Uhrzeit, 18 Uhr. Und dann nutzen wir jetzt hier die Funktionszeichen Mitte. Erst holen wir uns den JSON-Wert. Müssen dann hier einmal gerade gucken, wo wir denn herlaufen müssen. Und wir sehen hier, das ist in derselben Ebene wie Main und heißt dttext, also dttxt. Main kennen wir ja schon. Hier müssen wir aber anstatt der 0, die wir sonst eingesetzt haben, ja auch wieder unser i einsetzen. Und dann kommt unser dttxt. Und das Ganze, davon wollen wir Zeichen Mitte. Der Beginn ist bei. Da gucken wir uns jetzt das Ganze mal an. Hier fangen wir an. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und beim 12. fangen wir an. Wir haben eben gerade schon gesagt, wir brauchen 5 Zeichen. Und dann schauen wir doch mal, ob das so funktioniert. Einfach mal in L und löschen da alle Datensätze. Rufen dann doch mal mit Wettersuche ab. Und wir sehen, funktioniert alles. Wir haben hier die Temperaturen. Wenn wir möchten, könnten wir jetzt noch einen Grad Celsius dahinter hängen, damit wir auch die Maßeinheit davon kennen. Aber wie Sie das Ganze noch dranhängen, das wissen Sie, glaube ich, selber. Das müssen wir nicht machen. Und damit ist unsere Wetterstation auch schon fertig. Jetzt haben wir eben schon gesagt, wir schauen uns noch ganz kurz den Unterschied zwischen JSON und XML an. Und der Unterschied besteht einfach darin, dass JSON viel übersichtlicher ist. Sie sehen das hier. Wir haben hier öffnende Tags, die dann auch wieder geschlossen werden müssen. Da kann es leicht passieren, dass wir sowas vergessen. Und wir haben hier auch, wie Sie sehen, wir haben keine Arrays, sondern wir lösen das Ganze mit Tags und die Ansprache von den Sachen ist dann etwas komplizierter. Sie brauchen natürlich viel mehr Zeichen, wodurch das Ganze auch dann unübersichtlicher wird. Ihnen ist die Wahl überlassen. Ich würde mich jederzeit für JSON entscheiden. Vielleicht Sie auch, ab jetzt, wo Sie es kennengelernt haben. Und hier sehen Sie auch nochmal die Übersicht, was jetzt eigentlich anders ist zwischen JSON und XML. Sie haben jetzt gesehen, bei der API hätten Sie die Wahl gehabt, ob Sie JSON oder XML benutzen wollen. Wir haben halt den großen Vorteil auch, dass wir eingebaute Funktionen in FileMaker haben, mit denen wir JSON verarbeiten können. So, ich bedanke mich jetzt für Ihr Interesse. Ich hoffe, Ihnen hat das Ganze gefallen. Und ich bin jetzt für Ihre Fragen offen.
Schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail, wenn Sie Fragen haben. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und vielen lieben Dank, dass Sie mir zugehört haben.